Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Ich bin's Basti und ich plätze meinen dicken Bauch hier in Berlin vorm Reichstag. Bestes Bombenwetter. Ja, hier der Himmel schön blau. Eigentlich ist es arschkalt, muss man sagen, aber ich habe mir gedacht, komm, Jacke ausziehen ist auch mal ganz gut. Dann kann ich mich hier schön hinlegen. Das ist auch eine wichtige Info an Berlin, ne? Wer das nicht weiß. Da stand Michael Jackson und hat dieses Kind, sein Kindbein da rausfallen lassen. Das finde ich viel wichtiger als alles andere hier drum. Die musste beinahe überfahren von den Fahrrädern. Und jetzt mache ich einen Moonwalk in Gedenken an Michael Jackson. Meine Freundin schüttelt mit dem Kopf, aber ich mache es jetzt. Leute, pass auf jetzt. Weltkunde. Gott, ich werde überfahren dabei. Aus. Ahnung. Kettenkarussell muss ich heute nicht fahren, sonst kotze ich hier noch alles voll. So wie bei FIFA. So, da hinten steht meine Freundin. Die lacht mich aus, aber das ist mir egal. Und ja, bis denn. Hügaue. Majestätisch, modern. Geht es dahin? Schön. Ich kann sogar freihändig fahren. So, was soll ich sagen? Heute ist Sonntag, das Wetter ist geil. Ich war gerade bei McFit. Und ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein Announcement. Sau, kannst du nichts machen? Kannst du nichts machen? Doch, man kann sauber machen. Ja, willkommen in der unaufgeräumtesten Wohnung in ganz Bonn, würde ich jetzt mal sagen. Und hier draußen meinen Nachbarn. Da ist gerade Halligalli im Garten, Riesenveranstaltung, Schuhe ausziehen, ganz klare Sache. Und ich würde sagen, dann legen wir jetzt mal los mit dem Announcement. So muss das anfangen. Jetzt müsst ihr hier meine Wampe sehen. An alle Hater da draußen, die mich immer hier und irgendwie, ne? Ich habe da kein Problem mit, aber ich mache ja was dran. So, let's get ready to starte endlich meine neue Serie FIFA 16 alles Müller oder was? Die Serie dreht sich um Thomas Müller, weil der ist einfach mega gut. Herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einer neuen Folge alles Müller oder was? Ich krieg dafür 200 Euro für dieses Video von Müller, dass ich diese Werbung mache. Natürlich nicht. Ich sage jetzt erstmal, ne? Prost. Und ja, sehr lecker Erdbeer. Oh, er kriegt noch seinen Einwurf. Und so kannst du kein Spiel auf Weltklasse gewinnen. Wenn du einmal in Rückstand geraten bist, kannst du kein Spiel mehr gewinnen. Komm! Komm! Shaqiri! Scheiße. Scheiße! Ah, das war's schon wieder. Der stellt sich jetzt dahin und pimmelt sich einen ab. Ja, komm, hier, komm. Rutsch! Den rutsch ich einmal rein. Ey, da werde ich richtig aggressiv, wenn ich das sehe. Was ist jetzt los hier? Eckball, na gut, Eckball. Ich habe jetzt schon fast eine rote Karte erwartet. Da krieg ich echt Aggressionen. Da krieg ich einfach nur Aggressionen, wenn ich sowas hier sehe. Echt. Hallo EA, das ist euer Spiel, das ihr programmiert habt. Ihr wolltet ein Fußballspiel programmieren. Was habt ihr programmiert? Ihr habt ein... Ich pfeife mir hier ein an der Eckfahne Spiel programmiert. Richtig geil, das Spiel. Das ist richtig geil, muss ich sagen. Also, kann man schon als geil verkaufen, ne? Also, ich weiß nicht, wie kann man das, wo steht das Feature? Fickerische KI, bei Führung gehen wir an die Ecke und lassen euch mal so richtig unseren Arsch lecken, weil du kommst nämlich nicht an den Ball ran. Schönen Dank einmal daraus, vielen Dank. Wenn Johnson jetzt hier den perfekten Angriff einleitet... Tor.
Ja, es ist ja auch Leicester City. Ich habe einfach noch. Ich kotze gleich die Wand an. Schieß! Oh, den fängt der einfach so auf. Voll drauf geschossen, voll drauf gelatzt den Ball. Und der Torwart. Pff, kein Problem. Ich mit einem Finger. Pff, ne? Das ist echt, es ist einfach richtig krass, wie das hier abgeht. Zu einer neuen Folge Buy for Sky. Heute mit der türkischen Liga, die Super League. Was kann ich auf Türkisch? Ben Basti, Türkiye, Türkiye und oh, immer Şekerim, Şekerim. Keine Ahnung, ich kann das nicht richtig. Aber ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich baue eine Mannschaft, wie jedes Mal im letzten. Ich gehe jetzt mal von der Niederlage aus. Guckt euch das an. Hier ist ja nichts mehr frei. Oder? Jedes Mal, was ist das für eine Moral? Jedes Mal gehst du in Rückstand und dann macht der Clinton hier noch ein Tor gegen Ende. Was für ein Spiel. Jetzt ist mir scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Ich habe jetzt wirklich Moral bewiesen. Auch wenn ihr jetzt meint, dass die Elfmeter scheiße geschossen sind, dass die Taktik scheiße ist, immer in der Mitte zu bleiben. Irgendwann ist das lächerlich. Was ist denn das für eine Aktion gerade von Wiese gewesen? Jetzt hält er nicht. Oh, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Dass der den eben nicht gehalten hat. So ein Zeitlupenball. Er stand da. Er musste nur den Arm hinhalten. Ja! Ja! Komm. Jetzt bin ich dran am Finale. Kotsch. Oh Mann. Muss das denn sein? Oh, der geht in die Mitte. Nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wenn ich jetzt verschieße, dann haben wir verloren quasi. Und der Balken von Vrančić. Gut. Ja, das war's. Aus Schleck. Schießt ziemlich fest. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin nach oben in der Mitte gesprungen. Ich bin nach oben in der Mitte gesprungen. Ich bin nach oben in der Mitte, in die Mitte gesprungen. FIFA hat das bekommen, was es wollte. FIFA hat es bekommen. Ihr wolltet es, FIFA. EA, bitte sehr. Für Weltklasse auf Weltklasse springst du nach oben. Er schießt nach oben. Das ist noch nicht mal sonderlich. Vorhin auch, der war ja nicht mal sonderlich fest und dann fängt er den noch nicht mal. Ich spring nach oben in die Mitte, er schießt nach oben in die Mitte, du hältst ihn nicht. Was soll man da noch machen? Dann kann ich auch gleich Wiese neben das Tor stellen und dann kann er drauf schießen, wo er will, wenn ich hinspringen kann, wo der Ball ist und der hält ihn trotzdem nicht. Wie kannst du das kompensieren? Mit was? Das kann mir doch keiner wieder sagen. Naja, dem Spieler so wie ohne groß nichts los. Okay, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr gewackelt mit der Kamera. Ich finde ja auch diesen Effekt so krass, ne, wenn du hier so nah rangehst. Ja, okay, also locker bleiben. Danke sehr und macht's gut. Wir sehen uns wieder. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.